Hallo liebe Zwillinge, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Orakel. Wir blicken heute zusammen in den Monat März 2024. Schön, dass ihr dabei seid. Wie immer starten wir mit einer Grundüberschrift. Heute mit meinem Urkraft-Kartendeck, das ich selbst kreiert habe. Jedes Bild ist von mir gemalt. Schaut unterhalb des Videos in die Box, dort findet ihr einen Link, wenn es euch interessiert. Nachher gehen wir weiter mit dem keltischen Kreuz, den Zigeunerkarten und dem Crowley-Tarot. Und zu guter Letzt gibt es wie gewohnt einen Blick in das Symbolon-Orakel. Wie immer spürt immer mit, wenn Personenkarten vorkommen, können die Rollen vertauscht sein und zusätzlich könnt ihr sehr gerne die Legung zu eurem Aszendenten anschauen. Für all jene, die gerne eine persönliche Legung von mir haben, findet ihr auch da alle Infos unten in der Box und auch zu weiteren Orakelkategorien, die euch vielleicht interessieren können. Helft mir, auf meinem Kanal zu wachsen. Ich freue mich auf eure Likes, Abos und lieben Kommentare. Liebe Zwillinge, los geht's mit den drei Impulsen für März. Wie lauten diese? Wir starten mit der ersten Position und haben das Thema Solarplexus. Das Solarplexus ist das Sonnengeflecht in der Magengrube. Das ist der Sitz eurer Gefühle. Ja? Gefühle wollen heilen, Gefühle wollen Platz finden. Vielleicht geht es auch konkret um den Magen. Das kann hier auch sein. Es geht um die Farbe Gelb. Ja. Und wir haben das Thema Feuer, Wasser, Erde, Luft, die Elemente. Die vier Elemente wollen in euch Ausgleich finden. Vielleicht ist es auch eine Einladung, einem besonderen Element mehr Aufmerksamkeit zu schenken als sonst. Ja? Und was haben wir hier noch? Heute kann ich nicht sprechen. Licht ist stärker als Dunkelheit. Ja? Also, wendet euch dem Licht zu in euch. Ja? Hier kommt mir gerade die Message durch, also euer Strahlen dürft ihr hier immer wieder ankurbeln. Das wird im März sehr wichtig werden. Ja? Auch euer Licht ist stärker als die Dunkelheit in euch. Ja? Vielleicht geht es ja auch hier viel mehr um euer eigenes Innenleben. Und wir blicken jetzt gleich in die Details. Los geht's mit den ersten Impulsen, die lauten das Geschenk, der Geliebte und die Beständigkeit. Ja? Vielleicht geht es hier um Liebesangelegenheiten, wo man den Partner als wahres Geschenk sieht, als beständiges Geschenk. Es ist eine beständige Verbindung, man bereichert sich gegenseitig. Der Geliebte blickt in die Vergangenheit, ja, und vielleicht weiß auch der Geliebte an eurer Seite das zu schätzen. Der Geliebte kann natürlich auch auf einen Sohn hinweisen, Seelenfreund. Es ist auf jeden Fall eine wichtige männliche Person, die euch am Herzen liegt. Ansonsten kann es ja auch sein, dass sich hier beruflich viele Geschenke zeigen. Die Beständigkeitskarte deutet ja auch auf das Berufsfeld hin. Und auf eurer Gedankenebene haben wir die Krankheit. Ja? Also hier geht es sehr stark darum, dass ihr euch vielleicht mit euren Gedanken selbst im Weg steht, selbst das Leben schwer macht, vielleicht auch etwas vergangenheitsbelastet, weil die Personen auf den Karten in die Vergangenheit blicken. Also bleibt hier immer wieder in eurer Mitte, auch das will euch die Beständigkeit sagen, dann ist das Leben wie ein Geschenk zu betrachten, wenn ihr in euch selbst verankert seid. Unterbewusstsein, auf eurer Unterbewusstseinsebene haben wir den Geistlichen, also seid mit dem Leben in Verbindung, pflegt das Urvertrauen, ihr seid beschützt und behütet, euch wird genau das gebracht, was ihr braucht vom Leben, seid ihr bereit dazu, das zu empfangen. Es kann hier auch darum gehen, dass ihr vielleicht spirituelle Berufe praktiziert, wo ihr eure Potenziale in die Welt tragen könnt, ja? In der Vergangenheit haben wir die Reise. Vielleicht ging es hier um einen Ausflug, um eine Reise, um einen Besuch, möglicherweise um einen
Umzug, das Auswandern oder dass eine Idee ins Laufen kommt. Ja? Und in der nächsten Zukunft geht es um den Brief. Hier haben wir eine wichtige Kommunikation liegen. Es kann hier auch um Dokumente gehen. Es geht mit Sicherheit um die Liebe. Hier geht es auch um eine Seelenverwandtschaft mit dem Spirituellen und der Liebe auf einer Linie gekoppelt. Ja? Also die Liebe blickt nach vorne, der Geistliche in die Vergangenheit. Das heißt, ihr müsstet jetzt ganz klar wissen, um welche Person es sich hier handelt. Natürlich kann auch der Geistliche die Beständigkeit und die Liebe mit dem Brief hier um sehr starke Themen der Berufung gehen, ja, um eine wichtige Bestimmung. Hier kommt mir das sehr stark in den Sinn. Im Umfeld geht es um einen Verlust, also vielleicht muss euch im Umfeld jemand loslassen oder in eurem Umfeld geht etwas oder jemand verloren. Hier geht es, wie gesagt, ums Loslassen, was aber vielmehr euer Umfeld beschreibt. Ja? Hoffnung oder Befürchtung ist das Geld. Ja? Also vielleicht macht ihr euch hier Gedanken ums Geld. Kann hier auch sein. Vielleicht hat hier jemand Geldsorgen, das ist hier auch die Möglichkeit. Und im Ausgang haben wir hier den Offizier, die Heirat und die Witwe. Ja? Der Offizier steht hier möglicherweise für den Mann eures Lebens, einen Liebhaber, kann für einen Chef stehen in einer wichtigen beruflichen Verbindung, auch das ist hier möglich. Es geht möglicherweise auch um eine Institution. Und die Heirat und die Witwe ist, dass hier jemand vielleicht in einer bestimmten Beziehung, Verbindung herausgefordert ist oder wichtige, gerade wichtige Entwicklungsschritte macht. Es kann hier auch um ein Mutterthema gehen, ja, oder um eine Frau aus der Vergangenheit, denn die Witwe blickt dorthin. Es kann auch um euch selbst gehen, dass ihr hier einen Entwicklungsschritt vor euch habt. Unter dem Deck haben wir die Fröhlichkeit, Feste zu feiern, das Verliebtsein feiern, das Leben leicht zu nehmen, ja? Und die Leichtigkeit im Leben nicht zu vergessen. Wir holen uns jetzt Klärungskarten zu Gange und hier hätte ich gerne eine Klärungskarte zur Witwe im Ausgang. Fällt von alleine raus. Wir haben hier die vier Stäbe, hier geht es um die Vollendung. Einen Kreis, einen Zyklus abzuschließen, damit ein neuer beginnen kann. Vielleicht möchte man hier ein Arbeitsverhältnis oder auch ein Liebesverhältnis, eine wichtige Verbindung auf ein neues Level heben. Ja? Noch eine weitere Klärungskarte vielleicht für die Krankheit im Gedankenbereich. Da haben wir die Liebe, ja. Vielleicht geht es hier um Liebeskummer, vielleicht geht es hier um Verstrickungen, das ist ja die Zwillinge-Karte schlechthin. Und ja, hier stört etwas, hier ist ein Störfaktor, vielleicht sind es nur die Gedanken. Wir blicken jetzt noch ins Symbolon-Orakel, vielleicht können wir auch da zusätzlich noch was rausfiltern, ja. Drei Impulse für die Zwillinge, für März. Los geht's. Der blinde Fleck lautet die Eiskönigin. Hier wollen Tränen schmelzen. Ja? Hier kann es wirklich um ein Mutterthema gehen, wo man mit einer sehr kalten, distanzierten, kühlen Mutter aufgewachsen ist und sich Gefühle nicht leisten konnte, durfte, wie auch immer. Und der Solarplexus kann hier darauf hinweisen, dass es wichtig ist, hier zu verstehen, dass ein bestimmtes Maß an Traurigkeit einfach auch heilend sein kann. Ja? Lasst hier die Tränen zu. Auf eurem Weg haben wir hier eine Trennung liegen. Ja? Hier geht es darum, dass ihr in einer bestimmten Verbindung zu stark im Wir seid, dass ihr euer eigenes Ich verliert. Ja, das heißt, das muss jetzt nicht eine definitive Trennung, Kündigung oder was auch immer sein. Hier geht es darum, den Lernprozess zu integrieren,
dass ihr euch immer wieder mal verliert. Hier dürft ihr wieder bei euch selber in erster Linie ankommen. Ja? Und wohin führt das Ganze? Zur Bhytya. Die Bhytya ist eure Intuition. Ihr werdet hier verstehen, dass ihr euch auf eure Intuition hier gänzlich verlassen könnt. Und das ist hier essentiell und sehr, sehr wichtig. Eure Intuition ist ein sehr starker Begleiter im März. Hört auf die leise Stimme. Ja. Mit diesen Impulsen, liebe Zwillinge, schließe ich jetzt ab. Danke wie immer für euer Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.